herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Ich weiß nicht, ob dieses Video richtig mit Auswandern zu tun hat. Für mich schon, weil es geht ja um Weichmacher und Mikroplastik. Und hier in der Türkei, jeder weiß es, unsere Kinder nehmen sich auch immer die Plastikstrohhalme, Plastikbecher, alles mit, ne? Nur weil es in Deutschland verboten ist, heißt nicht, dass es woanders verboten ist. Jetzt wird wieder geschimpft. Ja, aber es gibt auch andere Länder. Nehmen wir mal Frankreich. Da ist in den Schulen, Kindergärten, in den Kantinen oder wenn da gegessen wird, nur höchstens einmal die Woche Ketchup erlaubt. Und auch nur so und so viel. Was ja in Deutschland zum Beispiel gar keine Rolle spielt. Also in Frankreich ist der Ketchup in Schulen und so eigentlich verboten. Nur einmal die Woche. Wusste ich auch nicht. Weichmacher, Mikroplastik, Leute, das fängt schon in der Schwangerschaft an. Das wissen wir ja jeder. Alles, was wir in uns reinschieben, reinschmieren, waschen und. Die Haut ist das größte Organ. Es fängt schon mit den Schlappen an, die Fußsohlen, ja. Ja, Plastik, Gummi, Plastik, überall, wo man guckt. So, dann kommen die Kinder auf die Welt. Mit was werden die eingewickelt? Ich rede jetzt nicht, dass ich es anders gemacht habe. Ich habe es genauso gemacht. Ich wurde ja erst viel später krank, wo ich mich dann viel, viel schlauer gemacht habe. Außer bei diesen Rutschsocken. Da habe ich, Verzeihung, schon immer auch gesagt, wenn meine Kinder Rutschsocken anziehen, immer ein paar unten drunter. Weil das Zeug ist krebserregend. Ja? Jetzt hängt die wieder, nein, Leute, forscht nach. Es ist wirklich so. Die finden immer irgendwie alles später raus. Es fängt schon im Babyalter an. Die Pampers, Gummi, Plastik, damit sie nicht ausläuft und. Das backt direkt an der Haut. Es fängt schon mit dieser Polyesterkleidung an. Dann fängt es schon an, okay, der Nuckel zwar durch so ein Silikon-Ding, Schnuller vielleicht, ja, aber die meisten benutzen Plastikflaschen. Und desto mehr, und dadurch geht das Mikroplastik rein. Das ist ja eigentlich ein selbstverständliches Thema. Dann reden alle, ich nehme es jetzt mal so, alle von Fisch essen, super gesund, Fisch essen. Ich bin an der Nordsee geboren. Ich liebe Krabben. Ich liebe Garnelen. Aal haben wir selber gefangen und geräuchert. Was meint ihr, warum ich das nicht mehr esse? Weil das alles voller Müll ist vom Meer. Und das ist nicht nur die Strohhalme und die Plastikbecher und die Plastiktüten. Nein, es sind auch die ganzen Fischernetze und was die Fischer runterschmeißen und. Oder diese Partyboote hier gibt es auch in anderen Ländern. Es ist überall das Gleiche. Das Ganze und die Fische nimmt's auf und wir essen's. Das ist ja wie, na, mit diesem Omega-3, nimm Fischölkapseln, ja, schön, noch mit Quecksilber, Mikroplastik und alles voll. Woher haben die Fische denn ihr Omega-3? Die Fische produzieren eigentlich gar kein Omega-3 selbst, weil die Algen fressen. Ja, also wenn ihr schon Omega-3, Fischölkapseln, dann holt euch Algenkapseln. Nur mal so, nur ein kleines Beispiel. Zahnbürsten. Die Kinder kauen auf diesen, ich hab's doch selber, unsere, wo die im Kindergarten waren, immer Zähne putzen, ne? Nach dem Frühstück, nach dem Mittag und. Dann siehst du die Kinder rumrennen, hier mit der Zahnbürste durch ein Ding, die Borsten. Wer benutzt heute Bambus oder irgendwas? Eigentlich keiner, weil die zu teuer sind, besonders nicht im Kindergarten, weil da gehen die dann jede Woche verloren. Und das ist das, was einem die Brotboxen. Die sind aus Plastik. Die Becher in den Kindergärten sind aus Plastik. Die Teller, wo die von essen, sind aus Plastik. Okay, das Besteck Gott sei Dank nicht, weil wenn das runterfällt, geht es ja nicht kaputt. Ne? Das sind aber alles so Kleinigkeiten. Und das kann man wirklich kaum umgehen. Und jetzt sind viele, ich musste mir da schon, ja, aber Katja, du als Raucherin, ich weiß, dass es Gift ist. Ich weiß, dass Rauchen sehr, sehr, sehr ungesund ist. Und dass da, wer weiß, wie viele Gifte drin sind.
Aber ich gebe auch zu, das ist eine, ja, es ist eigentlich eine Sucht, ne? Das ist richtig Kacke. Gebe ich ehrlich zu. Aber dafür, wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, O-Saft kaufe, ja, kaufe ich mir den nicht in der Plastikflasche. Warum habe ich mir eine Osmose angeschafft? Weil das Plastik steht nicht nur hier, auch überall auf der Welt. Es scheint ja auch mal in Deutschland die Sonne, ne? Das steht, das wird erstmal abgefüllt. Dann steht es in der Sonne und. Mineralwasser, das schlimmt, das macht ja noch schlimmer, Mikroplastik, hatte ich gelesen. Ich stelle euch mal mehrere Fotos und die Artikel alle in der Beschreibung. Aber wisst ihr, was ganz komisch ist? Dass jetzt, also, ich mag vielleicht eine Aluhutträgerin in manchen Sachen sein. Oder Verschwörungstheoretikerin, ja. So schön, wie man es nennt. Aber wisst ihr, was ich komisch finde? Dass bei den Kindern jetzt dieser Weichmacher und Mikroplastik, wie kommt das in den Urin? Dürfte gar nicht sein. Dann steht da, dass schon im Fötusalter, also wenn man schwanger ist, ne, und Weichmacher, Plastik, Mikroplastik und. Dass das die, ja, dass man unfruchtbar wird. War da nicht irgendwas bei den Aluhutträgern mit, wo festgestellt wurde, die Geburtsrate ist zurückgegangen, die Schwangerschaften sind zurückgegangen, die Fehlgeburten sind mehr geworden? Ich weiß es nicht. Versuchen die das vielleicht irgendwie zu überspielen? Ich weiß es nicht. Ich sage hier nur, das eine ist das, das andere ist das. Heutzutage 100% gesund zu leben, ist wirklich, wirklich schwer. Es fängt wirklich schon an. Wenn man rausgeht, die Kondensscheiben waren im Himmel, besonders in Deutschland. Ja, ist halt so. Es fängt schon beim Schlafen an, wenn die Wäsche mit Weichspüler gewaschen wurde. Das Waschpulver ist auch nicht immer ohne. Dann putzt man sich die Zähne. Ich habe zum Beispiel auch eine elektrische, voll mit Plastik. Und jedes Mal, wenn ich putze, Mikroplastik. Es fing damals schon an mit den Füllungen, diesen Amalgamfüllungen. Es hieß, die sind super, die sind super. Dann auf einmal, oh nein, die sind doch nicht super, super. Nein, doch nicht, doch nicht. Jeder holt sich seinen Scheiß raus und. Es wird immer alles später festgestellt. Wie mit den Anti-Rutschsocken. Ich muss euch aber sagen, ich war ja fast 6 Jahre in Amerika. Und da wurde damals, hatte ich ja noch gar keine Kinder oder so, ne? Ich hatte aber im Kindergarten gearbeitet und hatte kurzzeitig meinen eigenen. Da wurde uns schon aufgetragen, wenn Eltern den Kindern rutschfeste Socken mitgeben, dass die immer ein paar Socken unten drunter anziehen müssen. Also erst das normale Paar Socken, dann die Anti-Rutsch-Socken, weil da sind giftige Stoffe drinne. Und wenn die rennen und es reibt und die Fußsohlen, nur mal so ein Beispiel, da war in Deutschland noch gar nicht die Rede von. Wann kam das denn damals? 2018. Oder so kam das dann irgendwann mal raus, dass das krebserregend und sonst was ist. Leute, der Ufuk, unser Ältester, ist 1996 geboren. Da wusste ich davon schon, weil das in den USA uns so übermittelt wurde. Aber in Deutschland, wow, rutschfeste so, oh, toll, toll, toll. Naja, ist ja. Passt bitte auf, was für Zahnbürsten, was für Flaschen, auch diese Nuckelketten. Ja, ich hatte Gott sei Dank immer eine aus Holz und. Ich habe da schon ein bisschen drauf geachtet bei den Kindern. Muss ich ehrlich zugeben. Bei den Holzketten, die durften an ihren Nuckels nicht rumkauen, weil das war nun mal Plastik. Das sind alles so Kleinigkeiten. Und heutzutage, ob im Make-up oder sonst wo, im Wasser. Wie viele Leute sind verrückt nach Wasser und schleppen ihre Plastikflaschen rum? Im Auto. Und. Oder zum Sport, wenn man joggen geht, die Dinger, die du in der Hand hast, sind meistens Plastik. Und immer denkt dran, viele putzen
ihre Bäder, ihre Duschen und. Barfuß, ne? Barfuß. Die Fußsohlen, wenn man Magnesiumbad macht, die Fußsohlen nehmen so viel auf, nicht nur gute Stoffe, auch vom Putzmittel, die Schadstoffe. Nur so Kleinigkeiten, ja? Ich finde es schade mit diesen Weichmachern. Ich finde es schade mit diesem Mikroplastik. Na klar, habe ich auch Plastikschüsseln, wo ich hier meinen Teig und so gemacht habe, wo ich oder Sahne geschlagen habe und ich sage Plastik, oh Mann, und es reibt und es reibt. Ich sage, man fühlt das ja schon, ja. Jetzt haben wir uns andere Schüsseln besorgt, die wir dann endlich, weil wir haben gesagt, so was gibt es hier gar nicht, ja, so groß, Glas oder Metall oder so, ne? Doch, haben wir dann gefunden, haben wir uns besorgt. Aber das sind so Kleinigkeiten. Alles besteht fast aus Plastik. Und dann darf man sich nicht wundern, weil wir Mütter geben das den Kindern schon im Mutterleib und da werden schon die Organe zerstört. Aber nicht nur durchs Plastik, wie eben schon erwähnt, was die Aluhutträger so hatten, wenn die, es wurde ja für geworben, dass die, die was tragen, sich pieksen lassen sollten. Und jetzt auf einmal wurde irgendwas festgestellt. Aber es ist auch wirklich bewiesen, dass der Weichmacher und Mikroplastik, das stimmt wirklich, die Organe schädigt. Aber ich glaube, das ist einfach genauso wie mit Demenz und alles. Aber ist euch schon mal was aufgefallen? Da gibt es ein Organ. Ein Organ. Überall kann man Krebs bekommen, ne? Aber ein Organ, wo man keinen Krebs bekommen kann. Ist euch das schon mal aufgefallen? Forscht mal bitte nach. Das lässt einem zu denken übrig. Jedes Organ kann Tumore, Zysten und. Nur dieses eine Organ. Oh, jetzt ist das Video länger wie gewollt. Euch einen schönen Tag. Ihr bleibt alle gesund. Versucht so wenig, wenn ihr Bananen kauft, packt sie nicht in Tüten und ja, ihr wisst schon, ne? Versucht so wenig wie möglich in Plastik zu kaufen und zu benutzen. Wechselt am besten direkt eure Zahnbürsten und guckt auf der Zahnpasta. Fluorid und Mikroplastik. Steht ja mikroplastikfrei, fluidfrei. Benutze ich hier nur. Ich weiß jetzt, welches Geschäft es gibt, welche Zahnpasta es ist. Ist auch nicht der Rossmann, ist ein anderes Geschäft, ist ein türkisches Geschäft. Auch Bambuszahnbürsten und gibt's da. Kernseife ist immer noch die beste Seife. Bis denn. Ciao, ciao, eure Katja.